Hallihallo, heute schauen wir uns zusammen eine Runde Grounded an. Wir starten ein neues Game, wir haben noch nicht reingeschaut. Moderates Stresslevel, gucken wir uns mal die Charaktere an. Achso. Das ist bei Schwierigkeitsgrad einfach, okay, die Charaktere haben keine eigenen Eigenschaften. Gut, dann legen wir mal los. This place. Everything seems so big. Whoa. Or am I really, really small? Okay, game plan. Figure out where I am, find out what happened, then knock it down hoop style. Sind auf jeden Fall schon durstig und hungrig. Muss man was finden. Kann man doch nicht aus der Flasche saugen. Nee. Whoa, I'm not just small, I'm tiny. This is freaking awesome. But how the heck did I end up here? Coach always says, keep your eye on the ball. So sammeln. Tun wir wahrscheinlich. Kleines Zelt. I'm guessing this isn't the only one of these science pods. I should keep searching and see what else I can turn up. Das kann man hier nichts tun. Ne? Craften. Ein Bogen, okay. Oh, da fehlen uns noch Zeug. Is that a basketball court?
sieht aus wie. Keine Ahnung, wie es aussieht. Irgendeine Falle. Und eine Wetterstation. Also auf jeden Fall richtig cool gemacht. So, haben zwei Fliegen zermatscht. Können jetzt was craften. Was kann man craften? Jetzt haben wir schon mal eine Waffe. Da gibt es einiges, was man basteln kann. Ja, was ist das für ein Vieh? Wasser finden. Ja, mein Wasser. Ich weiß nicht, wie sauber das ist. Put a puncho label on it and kids would probably drink this up. Call it swamp cooler? Kein gesundes Wasser. So, und jetzt brauchen wir noch sauberes Wasser. Box. Also, ich bin schwer beeindruckt vom Aussehen, aber die Story soll leider nicht besonders lang sein. Also es gibt noch sehr wenig Inhalt. Dafür, dass es 30 Euro kostet, muss man sich das gut überlegen. Oh, Teleskop. Das als Wegpunkt setzen? Nein. Aber wir gehen trotzdem hin. Wir werden es schon finden.
is the key to performance. Ha, Wassertropfen. Sauberes Wasser. Gut, gut. Jetzt sollen wir wieder zur Maschine. Auf jeden Fall noch was Elektrischem aus. Also besser nicht oben drauf stehen. Funktioniert oder kaputt ist. Suchen aber nicht. Vielleicht können wir noch was bauen. Ah, das Zeug ist unanalysiert. Dann gehen wir das mal analysieren. Füttern, aber es gibt ja noch Pilze. Die haben, glaube ich, gewirkt. Oder nur bei HP-Verlust. Naja. Bisschen steigt. Muss nur viele Pilze essen. Ja, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Unlock the obstructed laser. Und wo ist das Fell? Dazu brauchen wir aber eine Axt.
Wovenfieber brauchen. Kann man selber herstellen. Zwei sind schon mal da und stark. Im Weg ist auf jeden Fall nichts. Na, gehen wir mal wieder zu dem hohen Ding. Kann man da auch noch irgendwas machen. Jetzt brauchen wir Nadeln für Fackeln. Aber wir machen ja erstmal hier alles heil. Zwar relativ weit hoch, aber dann kommen wir nicht weiter. Ist das Nadel? Wo kriegen wir die her? Ach nein. Wovenfieber brauchen wir. Ungetrocknetes Gras, Chuck, Dingens. Thank you.
kriegen wir das her? Sieht auf jeden Fall aus wie sowas. Was? Scheint wieder zu funzen. Auf jeden Fall brauchen wir was zu mampfen. Es wird auch schon dunkel. Speichern wir mal. Wasser wäre auch noch nicht verkehrt hier. Das wohl die Maschine jetzt wieder größer macht. Tja, jetzt müsste man weitermachen zur nächsten Maschine. Doch hier werden wir unser Let's Play beenden. Ich kann es wärmstens empfehlen. Ich denke, Content wird auf jeden Fall noch nachkommen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe lieber 30 Euro auf, bevor es dann nachher teurer wird bei mehr Content. Muss man mal auf dem Schirm haben. Aber es ist grafisch top, spielerisch auch, ihr habt es gesehen. Schaut es euch an. In diesem Sinne, macht's gut. Bye.